Ja, bevor wir auf die gefährlichen Irrtümer der genannten Personen eingehen, sozusagen, gehen wir jetzt erst einmal auf die Kurzmeldungen ein. Wie immer, Dänemark, da wurde eine Sendung gezeigt, dass es dort maskenfrei zuginge. Und wo sind da bitte schön die Zeugen, dass jetzt über, also wo sind jetzt die Zeugen, die jetzt in die Kamera sagen, oh, wir haben jetzt ungewöhnlich viele Tote, weil wir jetzt keine Masken mehr tragen und dadurch dieses Killer-Virus wieder viele Tote verursacht, ja? Nirgends, ja, weil eben diese Masken eben wahrscheinlich eben nutzlos waren und nutzlos sind. Denn sonst müsste ja jetzt in Dänemark irgendwie ganz Schlimmes passieren mit all den vielen Deutschen, die von denen garantiert viele das Coronavirus in sich tragen, ohne es selbst zu merken und so weiter. Naja, aber wie gesagt, vielleicht ganz kurz schon mal, um die gefährlichen Irrtümer schon mal anzudeuten, oder schon mal den ersten gefährlichen Irrtum. Also, die Evolutionsverläufe sind so, dass sich im Prinzip unsere marktwirtschaftliche Medizin zwangsläufig verhält, wie ein Versicherungsvertreter, zu dessen gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern gehört es, alle Gefahren übersteigert zu sehen. Also der ideale Versicherungsvertreter hier, zum Beispiel hier unter Bedingungen der Marktwirtschaft, der ideale Versicherungsvertreter glaubt, dass wirklich alle Lebensrisiken schrecklich groß seien und schrecklich bedrohlich und sind. Ich erinnere mich noch an eine Schulung, wo dann immer gesagt wird, ja, stellen Sie sich vor, Sie fallen um und laufen aus und was ist dann mit Ihrer Familie und so weiter. Also der ideale Versicherungsverkäufer ist der, der selber glaubt, dass alles schrecklich gefährlich im Leben ist und deswegen man für alles eine Versicherung braucht. Und der setzt sich durch, weil er kann zwar hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und kann eine Großfamilie begründen. Während der Versicherungsvertreter und Früharzt, der also sagt, deswegen, also wir können den Versicherungsvertreter genauso als Früharzt verstehen, ja, dieser Früharzt und Versicherungsvertreter, Frühversicherungsvertreter, der würde sagen, nein, ist alles halb so gefährlich, ihr braucht nicht für jede Kleinigkeit eine Versicherung und so weiter. Eigentlich ist alles ja nicht so gefährlich und auch diese später dann sogenannten Viren und Bakterien sind auch nicht so gefährlich, wenn ihr euch gesund ernährt und so weiter. Ja, und so ist also unter Bedingungen des Marktes setzen sich aber immer die Leute mit hysterischen, hypochondrischen Übertreibungen von Gefährlichkeiten, die setzen sich immer unter Marktbedingungen durch und bringen ihre gewinnbringenden Irrtümer, ihre vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümer immer dem Rest der Welt bei. Und das dieses bedeutet, da das Markus Krall, Hans-Werner Sinn und so weiter, all diese Leute nicht sehen, sind sie gefährlich, weil sie die wirklichen Gefahren des Marktsystems und der Arbeitsteilung und den Bedarf dafür, dass man nur durch ein gekonntes planwirtschaftliches Schutzdach diesen Killermarkt sozusagen in den Griff bekommen kann. Dadurch, dass sie das nicht verstehen, sind sie gefährlich für uns, diese Irrtümer, weil deren Irrtümer, weil sie uns quasi noch mehr von diesen gewinnbringenden Irrtümern, diesen vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümern quasi auf den Hals hetzen mit ihrem Aberglauben an den Markt und die Gutheit des Marktes
Und an diese Gutheit des Marktes, da hat ja eben diese neue Wirtschaftsweise, sozusagen, den wir gestern vorgestellt haben, ja zum Glück auch gewisse Zweifel. Aber er ist ja nur einer von fünfen und wird sich da wohl kaum durchsetzen mit seiner Nachdenklichkeit, ja. Ja, und so viel schon mal. Und die Verschwörungstheoretiker, deren Gefährlichkeit kann man auch schon mal ganz klar sagen. Wird quasi sozusagen, anstatt zu sagen, ja, der Markt produziert Irrtümer und diese gewinnbringenden Irrtümer führen zu Schäden, die führen zu Gefährlichkeitsübertreibungen bei der Schweinegrippe und jetzt bei Corona und so weiter. Aber dahinter steckt eben keine böse Person, sondern das Einzige, was böse in der Welt ist, ist Markt- und Arbeitsteilung, wenn sie nicht durch ein planwirtschaftliches Schutzdach, wie zum Beispiel die Wohlfühlstimme, von der alle Verdienstzuschläge zukünftig abhängig gemacht werden, wenn nicht die Wirtschaft gelenkt wird, weg von den gewinnbringenden Irrtümern hin in Richtung der gewinnbringenden Wahrheiten. Ja? Also wir brauchen die Totalumkehr sozusagen weg von den gewinnbringenden Irrtümern hin zu den gewinnbringenden Wahrheiten. Und dafür braucht es dieses planwirtschaftliche Schutzdach in jeder Institution jedes Landes, weil überall in arbeitsteiligen und Marktprozessen immer wieder diese karrierefördernden Irrtümer, diese vorteilbringenden Irrtümer und gewinnbringenden Irrtümer sich überall durchsetzen, ausbreiten, uns alle infizieren, den ganzen Staat in die falsche Richtung lenken und alles zerstören. Und das ist so gefährlich. Und die größte Gefährlichkeit von Markus Krall bis hin zu Christian Felber, der ja das auch nicht korrigiert, ist, dass zum Beispiel hier dann eben ein sich irrender Händler, auch für Frühhändler, dann zum Beispiel erzählt, eine Geschichte falsch versteht. Die wahre Geschichte war so, wie dieser hier sie erzählt. Nämlich da hat, ach, eine Kommune hat wie immer die andere besucht. Ja, hier die Nachbarkommune, wo ist es? Wo ist unser schönes Bild? Hier ist es, ja, die eine Kommune hat die Kommune besucht oder die oder die oder die oder die, wo ihre ja überall Enkelkinder von Menschen aus dieser Kommune leben, ja, und haben die besucht, ja, und dann erzählt er, der wahrheitsorientierte Händler erzählt, sozusagen mit seinen Wahrheitsgedanken erzählt, ach, waren das ein toller Besuch und dieser liebevolle Kontakt und all das Geschmuse und die Zärtlichkeit und diese Verbundenheit, herrlich und so weiter, der also dieses abends besucht. Und der hier hat Übersetzungsprobleme und Sprachprobleme und er versteht quasi wie bei der Stillen Post, ja, eine Gruppe hat die andere nachts heimgesucht und Blut, also ein Blutbad war das und ein Blutrausch, also statt rauschendem Fest der Liebe versteht er Blutrausch, ja. Und durch solch einen Irrtum, der in der Evolution zwangsläufig vorkommen muss, gemäß dem Naturgesetz von Mutation bzw. Variation und Selektion, muss es automatisch und zwangsläufig also dazu kommen, dass solche Irrtümer aufkommen. Und dann passiert das Paradoxe, nämlich dass unter Marktbedingungen jetzt die Leute diesem geschichtenerzählenden Händler oder seinem Märchenerzähler sozusagen ganz viele Frühwaffen abkaufen, Steinäxte und ähnliches und so weiter und darüber nachdenken, ob sie nicht selber die Nachbargruppen totschlagen sollten, damit sie selbst nicht totgeschlagen werden können. Und so kommt dann der Krieg wieder in die Welt, nachdem die Gewalt abgeschafft war in der Evolution und pazifistische Lebensformen entstanden waren. Sozusagen der Bonobo-Kommunismus ist ein Beispiel dafür, obwohl er noch sehr primitiv und sehr noch nicht ausgereift pazifistisch ist, aber wir müssen davon ausgehen, dass Homo erectus vor 400.000 Jahren den ausgereiften Pazifismus gelebt hat und den ausgereiften Bonobo-Kommunismus gelebt hat, den höher, viel höher entwickelten, viel intelligenteren
Und ja, aber in Unterbedingungen des Marktes wird der hier also dann viele Kinder ernähren können und Nachkommen ernähren können, weil er eben hier ja lauter Nachkommen, weil eben er sich irrt und dieser Irrtum sich als gewinnbringend erweist und dadurch werden wir alle hin zum Krieg manipuliert und werden alle einer Gehirnwäsche durch die gewinnbringenden Irrtümer unterzogen. Ja? Und das zum Beispiel erkennt jetzt ein Markus Krall, ein Hans-Werner Sinn nicht, dass das, was sie propagieren, nämlich Markt- und Arbeitsteilung ohne planwirtschaftliches Schutzdach, dass das zwangsläufig automatisch immer wieder in Kriege führen muss. Ja, weil es geht nicht anders. Diese Naturgesetzlichkeiten hier, die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik beweist das. Ja? Aber jetzt mal weiter mit den Kurznachrichten zwischendurch nochmal. Ja, Vortrag von der Gemeinwohlökonomie zum Beispiel sagte mal wieder, ja, also 10 Millionen, dass jemand ein Vermögen von 10 Millionen hat und so weiter, ist ja alles noch in Ordnung, ja, da. Aber ja, also Milliardäre, das darf nicht sein, ne? Und dadurch werden alle Fähigen, die also sozusagen in das Risiko reinkommen, dass sie vielleicht doch Milliardäre werden, die werden rechtzeitig das Land verlassen und werden ihre Arbeitsplätze mitnehmen und werden also die Fähigen werden abwandern. Und die Dummen bleiben im Lande. Na, das ist dann die Logik der Gemeinwohlökonomie, weswegen eben ihre Irrtümer auch so rasend gefährlich sind, ja, sozusagen. Und da würde uns wieder Professor Hans-Werner Sinn wieder zustimmen, dass wir natürlich, wenn wir überall die Milliardäre aus dem Lande raustreiben, weil die sagen, bevor dann ein Höchstvermögen und ein Höchsteinkommen und eine Höchstgröße meines Betriebes vorgeschrieben wird, gehe ich gleich rechtzeitig ins Ausland, nehme die Arbeitsplätze mit und lasse das dumme gemeinwohlökonomische Christian Felbersche dumme Deutschland hinter oder Europa hinter mir und gehe einfach dorthin, wo ich Milliardär werden kann. Und eben so wie Warren Buffett oder Bill Gates oder Jeff Bezos richtiger Milliardär werden kann, ne? Und das wird geschehen und insofern wird also das Denken der Gemeinwohlökonomie wird allein schon ausreichen, dann die Fähigen aus dem Lande rauszutreiben. Gut ist natürlich wieder der Spruch von der Enkeltauglichkeit, aber darum geht es bei der Evolution sowieso, dass wir überall gucken, dass wir natürlich in der Evolution ist immer nur erfolgreich, wer mehr Enkel hinterlässt als andere. Also ist die Evolution ist immer, die evolutionsbiologische Perspektive denkt immer an die Enkeltauglichkeit von allem, was man tut, ne? Ja, also das sind aber insofern dann auch Selbstverständlichkeiten, ja. Dann haben wir wieder so eine kleine Ergänzung zur Wohlfühlstimme und zu den Gesundheitsdaten. Es ist natürlich ganz klar, dass verurteilte Täter, also gerichtlich verurteilte Personen, dass natürlich deren Wohlfühlstimmrecht natürlich erlischt für die Dauer der Strafe, denn die Strafe soll ja das Wohlfühlen reduzieren, sonst kann sie ja auch gar keine Wirkung entfalten. Also das heißt, Richter, Polizisten und Staatsanwälte werden belohnt, wenn sie das Wohlfühlen der Opfer von den Straftaten verbessern und dass sich die Sicherheitsstimme der Opfer und der Bürger verbessern, aber doch nicht der Täter, also die Verurteilten. Da muss das Stimmrecht sowohl der Sicherheitsstimme als auch der Wohlfühlstimme natürlich ruhen, ne? Und wie man das genau macht, muss man dann noch genau eruieren, aber das muss natürlich selbstverständlich so sein, ne? Denn wir können ja natürlich nicht, wenn natürlich geben uns dann die Straftäter im Gefängnis eine schlechte Wohlfühlstimme, aber auf die dürfen wir ja keine Rücksicht nehmen, denn die sollen sich ja wohlfühlen, damit sie auch die Strafe überhaupt die sollen sich ja unwohl fühlen, damit die Strafe überhaupt eine Wirkung entfalten kann. Ne? Schluck Wasser.
Da war wieder, waren wieder marxistische Vorträge von der Linken oder von der Mr. Marxismo veröffentlicht, aber das ist so inhaltsleer, das klicke ich so schnell durch, weil da ist keinerlei neue Idee drin. Eigentlich gibt es da nur eine Idee, Reiche umbringen und dann wird alles gut. Also völliger Wahnsinn, ne? Ja, und dann generell Mindestlöhne. Professor Hans-Werner Sinn hat ja schon richtig angedeutet, Sie merken, dass also trotz der vehementen Kritik an den gefährlichen Irrtümern und der gefährlichen Marktideologie des Professor Hans-Werner Sinn, hat er auch natürlich viele vernünftige Gedanken. Und er erkennt eben auch richtig, sozusagen, dass eben Mindestlöhne Quatsch sind, weil unser Motto lautet ja auch hier bei den Next Scientists for Future, nicht mehrere Sozialsysteme, nur ein einziges Sozialsystem, und Mindestlöhne oder Gewerkschaften oder andere Dinge oder dass auch die Arbeitslosigkeitsversicherung, das sind ja alles zusätzliche Sozialsysteme, brauchen wir doch alles gar nicht. Wir brauchen ein Sozialsystem. Wenn jemand in Not gerät, muss ihm problemlos geholfen werden und so weiter, aber und sofort wieder auch neue Arbeitsmöglichkeiten eröffnet werden, und das haben ja sehen ja die Reformen der Next Scientists for Future vor, wie man das völlig ändert im Gegensatz zu bisher. Aber Mindestlöhne, die werden höchstens umgangen, denn bevor die Firma pleite geht, wird sie einen Weg finden, dass sie zwar angebliche 12 Euro pro Stunde bezahlt, aber dafür macht der Mitarbeiter dann halt 10, 20, 30 Überstunden kostenlos, ja. Und dann hat er nur einen Durchschnitt von 4 Euro pro Stunde und dann geht halt die Firma nicht pleite, ja. Also die Leute werden sich wehren gegen den Unfug eines Mindestlohnes, ja. Und wenn da von 12 Euro pro Stunde Mindestlohn gesprochen wird, da werden ja einfach nicht die kostenlosen Überstunden dann gezählt und so weiter, wo der Mitarbeiter ganz klar sagt, bevor mein Betrieb pleite geht, verzichte ich auf den blödsinnigen Mindestlohn. Ne? Ja, KenFM, ja, da war wieder so eine verschwörungstheoretische Sendung von dem Sender KenFM. Ja, und so weiter, ja, und Attila Hildmann und da war auch wieder eine Sendung über diese Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann und Xavier Naidu und deren gefährliche Vorstellung. Also wie gesagt, die Gefährlichkeit liegt darin, sozusagen, anstatt zu sagen, der böse Markt, die böse Arbeitsteilung muss durch ein planwirtschaftliches Schutzdach sozusagen an der Entfaltung seiner bösen Wirkungen gehindert werden, ja, zukünftig. Und stattdessen sagt man, ach, diese bösen, bösen Menschen, die sich verschworen haben und uns alle Böses tun wollen, gegen die müssen wir uns notfalls mit Waffengewalt wehren. Also da merkt man, das ist, wie gefährlich diese Irrtümer sind. Ja, das sind richtige, genauso wie die Linken am liebsten die Reichen umbringen wollen, wollen die Rechten Verschwörungstheoretiker. Ich sage ja immer, Linke sind Verschwörungstheoretiker, also linksradikale Verfassungsfeinde sind Verschwörungstheoretiker und rechtsradikale Verfassungsfeinde sind Verschwörungstheoretiker, die beide irgendwie irgendwelche Reichen und Juden oder sonstigen umbringen wollen, um die Welt besser zu machen. In Wirklichkeit würden sie die Welt nur noch viel schlechter machen als vorher, ja, sozusagen. Ja. Und bei KenFM war die verschwörungstheoretische Sendung eben wieder so, ging sozusagen, ging dann auch in die Psychonarrative hinein, da komme ich ja auch gleich dazu noch. Also noch einmal. Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona kommt zustande, weil die Medizinindustrie voll von der Tendenz ist, gewinnbringende Irrtümer und Risikoüberschätzungen zu glauben in allen Bereichen. Da ist quasi der normale Medizinprofessor, der durchschnittliche Mainstream-Medizinprofessor, ist da genauso wie der Mainstream-Versicherungsvertreter. Beide überschätzen sie
alle Gefährlichkeiten und entsprechend reagiert dann die Politik, wenn sie nämlich an diese Experten glaubt. Also der Politik fehlt die Fähigkeit zu erkennen, aha, da ein Professor Drosten ist das gleiche wie ein Versicherungsvertreter, der mir viele Versicherungen verkaufen will, dem darf ich kein Wort glauben, wenn er was sagt, weil der hat Geschäftsinteressen. Ne? Und die, dass Professor Drosten an seine Irrtümer glaubt, ist ganz normal, denn am erfolgreichsten ist in jeder Branche immer der, der seine gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümer glaubt und von ihnen und von deren Wahrheit fest überzeugt ist. Nur eine Regierung darf doch niemals einem solchen sozusagen gewinnbringende Irrtümer tragender Professor darf sie doch kein Wort glauben, sondern muss sich an solche Instanzen wie die nextscientistsforfuture.de wenden, die eben davon Abstand haben und das reflektieren, ihre eigene Gefülltheit mit gewinnbringenden Irrtümern reflektieren und sich davon innerlich weitestgehend distanzieren konnten, sozusagen, ja. Denn nur solche Leute werden im Prinzip im Weltrat zugelassen, die sich da erheblich von diesen gewinnbringenden Irrtümern ihrer eigenen Zunft distanzieren konnten. Ne? Ja, und das Verrückte ist in Südamerika oder sonst wo, gell, überall, das Verrückte ist, die Linken kämpfen für die kapitalistische Pharmaindustrie. Dass ich das mal erlebe, dass jetzt die Linksextremisten quasi gegen Bolsonaro kämpfen und damit letztendlich für das Geschäftsmodell der kapitalistischen Pharmaindustrie, der marktwirtschaftlichen Pharmaindustrie Partei ergreifen und dafür kämpfen, das ist der Hammer. Das war ja auch bei Fridays for Future und Greta Thunberg schon der Hammer, dass die quasi sich an die Seite der kapitalistischen Pharmaindustrie gestellt haben, in der illusionären Hoffnung, wenn man da auf die Wissenschaft höre, würde man dann auch beim Klima auf die Wissenschaft hören. Und damit hat man also leider nicht gemerkt, dass das eine Äpfel sind und das andere Birnen sind. Und dass da die Politik sicherlich mit zweierlei Maß an die Sache rangehen wird und muss. Ja, denn ohne das Wirtschaftswunder der Next Scientist for Future bei gleichzeitigem Degrowth und Postwachstum können keine Gelder freigesetzt werden für eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz und damit ist alles zum Scheitern verurteilt. Also liebe Fridays for Future, ohne eine Koalition und Kooperation mit den nextscientistsforfuture.de habt ihr null Chance. 0,000000 Chance. Ja? So, jetzt schauen wir uns noch abschließend nochmal also die Liste all der gefährlichen Irrtümer an. Ja. So, wo haben wir die gefährlichen Irrtümer? Ja, das habe ich alles erwähnt. Bürgerliche Revolution, Markus Krall, dann sind ÖDP. Ja, trotz vieler guter Sachen eben auch viele Irrtümer und so weiter. Ja, hier. Dann neu ist dazugekommen hier. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein bisschen höher gerückt worden, das uns ja also eine Totalzerstörung Europas bringen würde in der großen Form über ein Mini-bedingungsloses Grundeinkommen können wir diskutieren. Da denken die Next Scientists for Future gerne darüber nach. Ne? Aber ein großes bedingungsloses Grundeinkommen, das zum Beispiel bei 30 Kindern einer Mutter ein monatliches Einkommen von 30.000 Euro liefert sozusagen, so eine solche Kinderkriegprämie würde zu fatalen Massen von Kindern von niedrigst qualifizierten Hauptschulabbrecherinnen führen, ja, die also ihre Kinder, dann die 30 Kinder, von denen würde wahrscheinlich nie jemand arbeiten, weil sie dann alle nur ihr bedingungsloses Grundeinkommen beziehen würden, lebenslang selber wieder Kinder in die Welt setzen würden und die Mädchen würden wieder 30.000 Euro im Monat kriegen für die Kinder und damit wäre die europäische Volkswirtschaft so schnell ruiniert, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell sie dann ruiniert wäre. Ne? Ach so, Quatschkopf hier.
Ja, so wieder zurück. Also gehen Sie diese Liste immer durch, lesen Sie das alles, stoppen Sie das Video und lesen Sie die ganzen Namen. Also hier, wie gesagt, das sind noch die mit den ge wenigsten gefährlichen Irrtümern. Alle, die mit noch mehr gefährliche Irrtümer haben, die haben wir gar nicht aufgelistet. Ja, wir listen nur die auf, mit denen es sich noch lohnen würde, es überhaupt zu reden. Ja, auch mit Attila Hildmann kann man vernünftig über gesunde Ernährung reden und so weiter. Ja, aber auch die Nachdenkseiten sind hier nochmal mit aufgeführt. Das sind noch die besten unter den Verschwörungstheoretikern alle. KenFM ist auch noch die Elite der vernünftigen Verschwörungstheoretiker. Aber es sind trotzdem eben gefährliche Irrtümer. Und gerade so, wenn ich glaube, entweder Xavier Naidoo oder Hildmann da von bewaffnetem Widerstand spricht oder so angeblich, jedenfalls wird ja behauptet, dann ist das schon brandgefährlich, weil das ist derselbe Ton wie bei den Linksextremisten, bei den Verfassungsfeinden von links, ne? Ja, dann haben wir da neu dazu aufgelistet eben, aber einfach deswegen aufgelistet, deswegen mit einem Strich hier, Sie sehen den Strich, der bedeutet, dass bei denen, also das sind die, die aufgelistet werden, weil bei denen Hopfen und Malz verloren ist, im Wesentlichen. Natürlich gibt es auch bei den ESO, Spiro, Psycho, Nahrungsergänzungen und angeblichen Gesundheitsgeschäftemachern des Internetfernsehens. Natürlich gibt es da auch mal den einen oder anderen wahren Gedanken, aber wenn Sie kostenlos kriegen Sie die gesamten Beratungen, Schluck Wasser. Völlig kostenlos kriegen Sie bei den Next Scientists for Future zum Beispiel den Talk mit Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, wo über ganz behutsame kleine Mengen an Nahrungsergänzungen nachgedacht wird, wo man es nicht ausschließt, dass es sein kann, dass ein bisschen Vitamin D3, K2 eventuell hilfreich sein kann, eventuell DHA, EPA, Algenöl, das also sozusagen direkt ins Gehirn angeblich geht, sozusagen, und das bessere Omega-3 ist oder das beste Omega-3 sei. Darüber kann man nachdenken, aber immer mit der Vorsichtigkeit. Vorsicht, ist da ein Geschäft, ja? Oder dann Methylcobalamin B12, ja? Darüber kann man nachdenken und ein bisschen Magnesium, Magnesiumhydro. Nee, jetzt weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall habe ich das richtige Magnesium. Also da muss natürlich eins sein, dass er ein ideales Magnesium ist und so weiter. Ja, aber das könnt ihr alles überall nachlesen. Wo ist das nochmal? Ja, also zum Beispiel hier kann man das anklicken. Wo ist es? Ja, das ist ja hier zum Beispiel. Nein, das ist falsch. Hier zum Beispiel wenn man sich durch alles durchklickt, kommt man ja auch auf das Forum, Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja danke, aber wie? Und dann zum Beispiel gibt es ja hier die Unterrubrik, zum Beispiel, ja, wo ist es? Gesundheitstipps und Neues, Dr. Jakob, ja. Und da finden Sie dann, wenn man das anklickt, sozusagen, findet man dann hier eben ganz behutsame und sachliche Tipps zum Preppern und zur gesunden Ernährung, hier Videos dazu und so weiter. Und das kriegen Sie alles kostenlos, brauchen nichts dafür zu bezahlen, brauchen sich von niemandem abzocken zu lassen und so weiter. Ja, also von all diesen Leuten, die also sozusagen kommerziell. Ja, ich gehe mal wieder zurück hier. Also da hier ist alles kostenlos, selbstverständlich kostenlos, denn sozusagen, wir wollen ja nicht eingereiht werden in die Leute, die irgendwelche Geschäfte versuchen zu machen mit diesem Ganzen hier, mit dieser Irrtumswelt, das ESO, Spiro, Psycho, Nahrungsergänzungen und vermeintlichen Gesundheitsgeschäfts, ja.
Natürlich ist die Kritik an der Schulmedizin berechtigt, das habe ich ja gerade eben aufgeführt, aber es sozusagen, wir müssen das natürlich, wir dürfen aber doch stattdessen nicht irgendwie sozusagen uns von irgendwelchen halbseidenen Geschäftemachern sozusagen da abzocken lassen sozusagen, ja, sondern dann, wir müssen das doch neu, ganz das Gesundheitssystem völlig neu gestalten, ja. Es muss doch so sein hier, dass praktisch jeder das Recht bekommt, eine Hausarztersatzpraxis aufmachen zu dürfen in der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, und dann aber knallhart geguckt wird, wie entwickeln sich die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten der Kunden jeder einzelnen Hausarzt, Ersatzpraxis, Kommune und jeder normalen, also jeder Heilpraktiker, jeder sonstige alternative Heiler darf eine solche Praxis aufmachen. Aber dann wird sie mit knallhart gemessen werden, ob viele Hausärzte werden ihre Gesundheitskommunen schließen müssen, wenn sie nicht von den Next Scientists for Future kostenlos die ganzen Wahrheiten über gesundes Leben lernen und über Lebensstilmedizin lernen. Und genauso wird das aber auch diesen ganzen ESO-Spiro-Psycho-Leuten gehen, die also ihre, wenn die nicht ihre Irrtümer aufgeben, gerade also der Psycho-Unfug, da muss man ja nochmal drauf eingehen, ja, also man muss sich ganz klar sein, natürlich übernehmen die Next Scientists for Future alles, was in der Psychologie als Wissenschaft naturwissenschaftlich fundiert ist und was also sozusagen auch von Psychobiologen und Evolutionspsychologen aller neuester Denkweise noch akzeptiert werden kann. Natürlich übernehmen wir von der Psychologie ihren naturwissenschaftlichen Anteil und ihre statistische und wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Basis und Methodenlehre und so weiter. Aber wir übernehmen doch nicht den ganzen Psycho-Nonsens sozusagen, der also sozusagen, es gibt sozusagen nur eine einzige Psychotherapie, nein, eigentlich gibt es gar keine, aber es gibt nur eine einzige, nämlich die eben ganz klar sagt hier, wir müssen die Unterdrückung der Sexualität durch die Marktwirtschaft und das Liebeslebens, die Verklemmtheit, ja, das Neurotisieren, wenn man das mal so nennen will, was ja alles falsche Begriffe sind, aber dass die Leute eben verklemmt sind, schüchtern sind, Angst vor Sexualität und Liebe haben und so weiter. Das müssen unsere Ärzte der Zukunft dann reduzieren. So, und das ist die einzige Psychotherapie, die es gibt. Oder sagen wir so, als Sigmund Freud noch geahnt hat, dass die Unterdrückung der Sexualität eigentlich das Kernproblem aller Kernprobleme ist, sozusagen, als er also noch nicht so geschäftstüchtig geworden war und die Psychotherapie erfunden hat als Erfindung und als die Psychoanalyse als erfundenes neues Geschäft sozusagen erfunden hat, da hat er noch geahnt mit Wilhelm Reich, dass die Sexualitätsunterdrückung im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft das Kernproblem der menschlichen seelischen Gesundheit ist. Wer frisch verliebt ist und in Liebe lebt und in Liebeskommunen lebt, der wird nie einen angeblichen Psychotherapeuten brauchen. Und ich darf das sagen, weil ich meinen Beruf als Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse niedergelegt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich auf dem Irrwege war, dass ich in gewinnbringenden Irrtümern, in vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümern gefangen war, und dann habe ich mich davon befreit, sonst wäre ich natürlich auch nie aufgenommen worden als Mitglied bei den Next Scientists for Future und beim Weltrat, ne? Also, von daher, also noch einmal abschließend hier für heute. Also, lassen Sie sich nicht abzocken von dem ganzen unseriösen ESO, Spiro, Psycho, Nahrungsergänzungs, Gesundheitsgeschäft.
seien Sie auf der Hut und nehmen Sie lieber den kostenlosen Rat der Next Scientist for Future, wo alles kostenlos ist und frei ist, an. Und dann, wenn Sie vielleicht, also ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, ob ich im Moment nicht nur Geld zum Fenster herauswerfe, wenn ich habe gerade wieder bestellt, DHA, EPA, Algenöl, ob das nicht rausgeschmissenes Geld ist. Wenn ich Leinöl kaufe, bei Alnatura zum Beispiel, oder Bio-Leinöl wegen Omega-3 und so weiter. Ja, also bei Nüssen habe ich da keine Zweifel, dass ich Walnüsse, dass da Omega-3 hoffentlich drin ist und so, und Paranüsse und so weiter. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Magnesium, was ich zu mir nehme, nicht auch rausgeschmissenes Geld ist, ob das B12 nicht auch rausgeschmissenes Geld ist und ob das D3K2 nicht auch rausgeschmissenes Geld ist, ja? Also, aber diese Nachdenklichkeit und Vorsichtigkeit findet ihr nur bei nextscientistsforfuture.de, aber nicht bei den ganzen Eso-Spiro-Psycho-Nahrungsergänzungs- und Gesundheitsgeschäftemachern, ja? Auch ich bin mal drauf reingefallen, dass als ob man die ganze Welt retten könnte durch Robert Franz Nahrungsergänzungsmittel für Tiere und so weiter. Ja, aber ja, man muss das doch alles mal ausprobieren. Also mein Gesamteindruck ist, wenn man sich gesund mit Obst und Gemüse ernährt, es ist nicht ausgeschlossen. Die marktwirtschaftliche Ernährungs-, also Landwirtschaft, ist garantiert absolut minderwertig, ja? Aber was man dann wirklich als Nahrungsergänzung braucht, ist so schwierig zu ermitteln. Das werden dann hier unter Bedingungen der Wohlfühlstimme und der Gesundheitsdaten, werden das dann die Ärzte in Zukunft mit ihrer Gier nach Wahrheit, wird die Leute untersuchen, die Vitamin D3, also man wird gucken, so und so viele Millionen in der Gesellschaft nehmen, kaufen regelmäßig Vitamin D3 und wird deren Gesundheitsentwicklung und deren Wohlfühlstimmenentwicklung vergleichen mit denen, die kein Vitamin D3 kaufen, ja? Und genauso bei B12 und Magnesium. Und dann wird man dadurch, wird der Bundeswahlleiter, das Statistische Bundeswahlamt und Wahlamt Wiesbaden sozusagen, wird an knallharten Zahlen beweisen, ob irgendetwas von diesen Nahrungsergänzungsmitteln uns irgendwas bringt oder völlig wertlos ist und rausgeschmissenes Geld. Mehr nicht. Ja? Und das ist alles bei im Konzept der Next Scientist for Future drin vorgesehen, dass wir irgendwann die Wahrheit wissen werden, ob wir vielleicht brauchen wir völlig andere Nahrungsergänzungsmittel, solange unsere Landwirtschaft noch nicht auf Permakultur und auf geheilte Böden und entgiftete Böden und hochwertige Böden wieder zurückgeformt ist. Vielleicht brauchen wir ganz andere Dinge, zum Beispiel, ich nehme ja auch noch dazu, das habe ich ganz vergessen, Meersalz mit Jod und so weiter. Ja, vielleicht brauchen wir eher sowas, weil uns da Mangelerscheinungen drohen und so weiter, ne? Ja, aber insofern, also in Zukunft immer hier mit drin als Warnprogramm, immer Vorsicht mit dem Eso-Spiro-Psycho-Nahrungsergänzungs- und vermeintlichem Gesundheitsgeschäft sozusagen. Ja, lest es euch nochmal durch. Also ich glaube, nun habe ich einige der gefährlichen Irrtümer noch einmal verdeutlicht, denn offensichtlich schauen die Leute sehr gerne genau diese Sendung, die ihnen noch einmal auf die gefährlichen Irrtümer all dieser Gruppen hinweisen. Und nur noch einmal ganz klar gesagt, die hier aufgelisteten sind nicht die schlimmsten, sondern die besten, die mit denen, wo der gefährliche Irrtumsanteil noch am kleinsten ist. Und alle anderen, die wir nicht nennen, da halten wir den Anteil der gefährlichen Irrtümer für so gewaltig, dass es gar nicht lohnen würde, mit denen überhaupt jemals auch nur zu verhandeln oder zu sprechen. Ja? Denn wie richtig in einer Sendung über Verschwörungstheoretiker gesagt wurde,
Und das gilt wohl für Verschwörungstheoretiker von links verfassungsfeindlich, genauso wie rechts verfassungsfeindlich. Mit den knallharten Verschwörungstheoretikern kann man im Prinzip gar nicht reden, weil das ist dann wirklich schon eine Form der völligen Verblendung, ne? Ja, das war's mal wieder für mit unserer jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bis bald. Tschüssi.